Gefährliche Aufgabe, klingt danach. Zweifellos. Ihr habt jedoch Aufgaben von ähnlicher Gefahr gegenübergestanden und sie gemeistert. Und werdet zweifellos auch noch Schlimmerem gegenüberstehen, bevor diese Gefahr gebannt ist. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Die Tusse hat ein arschkurzes Schwert. Von einer Paladina hätte ich ein Langschwert erwartet, vielleicht sogar ein Zweihandschwert. Das ist gerade mal ein Kurzschwert im Vergleich zu Ariens Dolch. Irgendwie passt das nicht ganz, finde ich. Ihr habt zugestimmt, Fürst Nashor zu unterstützen, oder nicht? Was immer eure Gründe waren, ich kann schwerlich glauben, dass ihr erwartet habt, dass es sehr leicht werden würde. Hehehe, witzig. Wie komme ich in den Turm rein, Alter? Sprecht mit Arin Gent, wie ich schon sagte. Mit etwas Glück hat er einen Plan, der euch nicht nur in die Stadt, sondern auch in den Turm selber bringen wird. Gut, gut, ich werde mit Arin reden. Nun gut, dann geht und sprecht mit Arin. Möge Tyr über euch wachen. Möge Tyr über uns alle wachen. So, ich mache jetzt mal einen Quicksave. Werd nochmal mit ihr reden, gucken, ob ich sie über einen Traum weiter ausfragen kann. Wir müssen irgendwie in die Stadt Yuskan kommen, um Näheres über den Heerturm zu erfahren. Sprecht mit Arin Gent. Er hat einen Plan, euch in die Stadt zu bringen. Hm. Okay, ich werde nachher nochmal überprüfen, ob ich jetzt noch eine weitere Gesprächsoption mit ihr gehabt hätte in Sachen Techtelmechtel oder so. Aber fragen wir erstmal Arin. Soweit ich weiß, verfügt ihr über neue Kenntnisse, dass der Kult sich in Yuskan befindet. Und wo genau? Das ist gut. Ich glaube, ich habe einen Weg in die Stadt gefunden. Ein alter Freund von mir ist ein Feldwebel, der in der Stadt arbeitet. Ich habe ihn davon überzeugt, dass die Pest keine Gefahr mehr darstellt. Als Gegenleistung hat er zugestimmt, meine Agenten und mich in die Stadt zu lassen. Ich werde eure Beschreibung an ihn weiterleiten, damit er euch einlassen kann. Aribeth und ich verlegen unsere Operationsbasis nach Yuskan und treffen euch dort. Okay. Was werden Aribeth und ihr in Yuskan tun? Ich werde natürlich versuchen, einen Weg in den Heerturm für euch zu finden, damit ihr weiter nachforschen könnt. Aribeth besteht darauf, ebenfalls nach Yuskan mitzukommen. Ich denke, sie hat das Bedürfnis, das durchzuziehen, weil sie sich dafür rächen möchte, was mit Fentek geschah. Ich will ihr diesen Wunsch nicht verwehren. Und ihr seid sicher, dass das eine gute Idee ist? Aribeth mag im Moment verwirrt scheinen, doch das ist nicht grundlos so. Da sie aber ohnehin ihre Befehle direkt von Fürst Nashor erhält, könnte ich ihr diesen Wunsch gar nicht verwehren, selbst wenn ich es wollte. Na gut. Aribeth und ich werden mit der Verlegung unseres Stützpunktes in den Tempel des Tyr in Yuskan beginnen. Trefft uns dort, sobald ihr in der Stadt seid. Ihr solltet auf jeden Fall keine losen Enden zurücklassen und alle Ausrüstung und Gefährten mitnehmen, die ihr benötigt, wenn ihr nach Yuskan aufbrecht. Ihr werdet die Stadt nicht mehr verlassen können, sobald ihr einmal dort seid. Ende Kapitel 2, Hust, Hust. Dann geht und tut, was ihr tun müsst. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und Aribeth will immer noch nicht mit uns reden? Natürlich nicht. Gut, das heißt, naja, ich werde jetzt gleich nochmal einen Quicksave machen. Und werde dann kurz gucken, ob ich noch eine Aribeth-Dialogoption habe, die ich übersprungen habe. Wenn ja, werde ich es euch zeigen und das Ganze danach nochmal überspeichern. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wie man sieht, da steht, ihr sagtet, ich sollte euch fragen, wie ihr Paladin wurde. Mal gucken, ob das die Dialogoption war, die ich eben vermisst habe. Oder übersehen habe, ich Idiot. Das habe ich doch gesagt, oder? Seid ihr sicher, dass ihr die Geschichte hören wollt? Sie ist nicht gerade besonders aufregend und ich möchte euch nicht langweilen. Na, ich möchte sie hören, auf jeden Fall. Wie ihr wollt. Aber beschwert euch nachher nicht, wenn die Geschichte nicht euren Erwartungen entspricht. Ich bin nun mal kein Barde. Du kannst auch eine Menge von mir lernen, meine Süße. Na, fang an. Wo soll ich anfangen? Meine Familie lebte in einem Menschendorf in den wilden Ländern der nördlichen Berge. Früher wünschte ich mir nichts sehnlicher als ein geübter Jäger zu werden, wie mein Vater es war. Das Dorf wurde zerstört, als die Orks sich zusammenschlossen und die südlichen Länder angriffen. Meine Familie wurde getötet, doch ich überlebte. Jahrelang dachte ich an kaum etwas anderes als daran, an den Orks blutige Rache zu nehmen. Ich pirschte mit meinem Bogen durch die Felsen und tötete erbarmungslos alles, was mir in die Quere kam. Das klingt überhaupt nicht nach euch. Ich war damals in der Tat eine andere. Meine Rache verzehrte mich und auf Schritt und Tritt brachte ich Tod.
aber ich hatte keinen Frieden. Ja, Rache bringt ja angeblich nicht die ersehnte Erlösung, die sich die Leute erhoffen, wenn sie ihre fersten Gegner töten. Naja, man kann nicht alles haben. Im fünften Winter meiner Jagd folgte ich einem Orkstamm tief in das Grat der Welt und kam in einen so schweren Schneesturm, dass ich nichts tun konnte, als zu rasten und zu beten. Der Schneesturm war erbarmungslos und dauerte Tage. Als ich sterbend in Schnee und Wind lag, sah ich einen menschlichen Mann herankommen. Ich dachte, ich sei verrückt. Menschen im Schneesturm sind so selten? Naja. Er war groß und stark. Obwohl ich bemerkte, dass ihm seine rechte Hand fehlte. Die Kälte schien ihn nicht zu berühren. Er sah freundlich auf mich herab und hob mich mühelos aus dem Schnee auf. Okay. Danach erinnere ich mich an nichts. Als ich erwachte, fand ich mich in einem kleinen Kloster von Ilmater, nahe der Stadt Silbrigmond. Die Mönche sagten mir, dass ich beinahe gestorben wäre. Wer war der Mann, der euch gerettet hat? Ich habe oft gedacht, dass es kein anderer als ein Avatar von Tyr selbst war, dem Herrn der Gerechtigkeit. Doch das ist möglicherweise anmaßend von mir. Wer immer er war, die Mönche von Ilmater haben nicht gesehen, wie er mich brachte. Ich sah ihn nie wieder. Oder vielleicht sollte ich sagen, ich sah ihn nie persönlich. Nicht persönlich? Wie sahst du ihn denn? Er kam danach für viele Monate immer und immer wieder in meinen Träumen zu mir, sagte mir, dass meine Rache keine wahre Gerechtigkeit bringen würde. Ich verweigerte mich ihm zunächst, entschlossen, meine Blutjagd wieder aufzunehmen. Die Träume kamen öfter und der Mann wurde strenger mit mir. Hörst du auf, deine Rache zu nehmen? Böses Mädchen, aus! Der Weg läge anderswo, wurde mir gesagt. Widerwillig verließ ich die Berge, kam nach Niewinter und begann den Dienst für Tyr. Die Träume kamen niemals wieder. Was passierte dann? Tyrs Kleriker nahmen mich auf. Mit der Zeit erlernte ich ihre Art und begann, den verstümmelten Gott zu bewundern. Ich beschloss, als sein Paladin für die Gerechtigkeit einzutreten und fand zu guter Letzt Frieden. Happy End. Meine Hingabe ließ mich in der Rangordnung aufsteigen. Es war viel später, als ich den jungen Akolyten Fentik traf und wusste, dass ich meinen wahren Weg endlich gefunden hatte. Dann waren jene Träume so wie die, die ihr jetzt habt? Nein, nein, sie ähneln sich überhaupt nicht. Die Träume in den Bergen haben mich nie so beängstigt. Sie haben mir nie so ein Gefühl der Hilflosigkeit und Einsamkeit gegeben. Ich vergleiche die derzeitigen nur mit ihnen, weil sie so stark sind und mich zutiefst beunruhigen. Ich fühle mich, als ob etwas sich verändert hat. Etwas hat sich in mir verändert. Was hat sich geändert? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Ich danke euch dafür, dass ihr euch meine Geschichte angehört habt. Das war sehr tröstlich für mich. Kein Ding. Ich bin froh, dass ihr nun für Fürst Nasche arbeitet. Ihr habt so viele bewundernswerte Eigenschaften. Es hätte ihm nichts Besseres passieren können. Es würde mich freuen, wenn ich euch einen Freund nennen dürfte. Tyr allein weiß, wie schwierig es ist, in diesen Zeiten einen echten Freund zu finden. Ich hoffe, ihr empfindet ebenso. Wisst ihr was? Aus diesem Dialog gerade höre ich noch eine weitere Sache heraus. Als ich die Charaktere erstellt habe, also meinen Barden hier, hatte ich ja die komplette Beschreibung für Elfen vorgelesen, falls sich jemand noch dran erinnert. Und dort drin stand auch, dass Elfen eine sehr lange Zeit brauchen, um jemanden zu ihrem Freund oder Feind zu erklären, aufgrund ihrer langen Lebensdauer. Wenn ich das jetzt nochmal damit einbeziehe, Leute, also das ist gerade wirklich in Sachen Elfenkultur verdammt heftiger Akt von ihr, was sie mir da anbietet. Das muss man wirklich mal drüber nachdenken. Also ich bin gerade schon wieder ein bisschen gerührt, dass ich das jetzt so verstanden habe, wie es eigentlich sein sollte. Das tue ich. Kein Problem. Das freut mich. Lasst uns dann zum Thema eurer Aufgabe zurückkehren. Gut, ich werde jetzt erstmal gehen. Dann wünsche ich euch alles Gute. Kommt zu mir zurück, sobald ihr könnt. Tada! So, da ich jetzt erst nochmal die ganzen Sachen nachholen muss,
Weil ich bin jetzt direkt, nachdem ich die Speicherstand geladen habe, wieder hergerannt, muss ich nochmal mit der Margerin, mit Altora reden, nochmal mit Kendrick, nochmal mit Aelith. Das werde ich offscreen machen, das braucht euch nicht nochmal angucken. Aber bevor das passiert, werde ich jetzt nochmal Aribeth anquatschen und gucken, ob ich noch eine Dialogoption übrig habe. Wenn ja, okay, gehen wir die noch durch. Wenn nein, mache ich offscreen erstmal die ganzen Sachen nach, bis auf sie anlabern. Oder, nee, doch, dann mache ich das auch. Wegen der EP vor allem. So, gucken wir mal. Es freut mich, euch wiederzusehen. Manchmal sorge ich mich, dass ihr euch zu viel Verantwortung aufgebürdet habt, doch ihr überrascht mich jedes Mal aufs Neue mit euren Fähigkeiten und euren Erfolgen. Ja, immer gerne. Habt ihr schon irgendwelche neuen Informationen über den Kult herausgefunden? Ah, guck mal, hier haben wir noch was. Ihr wirkt verärgert. Ist etwas nicht in Ordnung? Ja, ich bin verärgert. Ich habe mehr und mehr daran gedacht, wie Fentix sein Ende fand und wie ich nichts getan habe, um es zu verhindern. Und ich werde noch wütender. Wie die Stimme überhaupt nicht zu diesen Emotionen passt, die der Charakter gerade macht. Ich bin wütend, ich werde noch wütender. Und diese... Fentix hat sein ganzes Leben dem Dienst für die Gerechtigkeit und der Erfüllung seiner Pflicht gewidmet. Genauso wie ich. Und was hat er davon gehabt? Einen komischen Freund namens Desta. Weggeworfen und verraten von seinem Lehnsherrn, um die tobende Masse zufriedenzustellen. Von seinem Gott, wegen eines einzigen lächerlichen Fehlers. Jetzt sagt mir, warum ich nicht zornig sein soll. Vielleicht ist es... ich weiß es nicht. Das ist schwierig, wartet mal. Vielleicht ist es Fentix, auf den ihr wütend sein solltet. Ja, auch Fentix verdient viel von meinem Zorn. Der dumme, dumme Narr. Wenn er nur weniger vertrauensselig gewesen wäre, weniger hingebungsvoll, dann wäre er nie so geendet, wie er es tat. Ja, leider war. Manchmal ist die Hingabe auch blendend. Und so hat Fentix seine letzte Belohnung bekommen. Danke, Tyr, Gott der Gerechtigkeit, dass du deinem treuen Diener geholfen hast. Bin ich dann die Nächste? Diese Stimmlage gerade passt viel besser zu dem, was wir eben an Emotionen von ihrem Charakter gesehen haben, an Sachen Gestikulierung. Soll ich auch mein Leben als Verräterin beenden? Hingerichtet dafür, dass ich zu sehr an meiner Pflicht hänge, Ungerechtigkeit in Frage stelle, wenn ich sie sehe? Wird Tyr mich dann auch verlassen? Ich glaube, ihr seht endlich das Licht. Ist das fies. Naja, aber nicht ganz unwahr manchmal. Ihr klingt, als ob ihr euren Glauben verliert. Ich weiß es nicht. Tyr hat mich hierher gebracht. Er hat mich auf diesen Pfad geführt. Ich will wissen, warum. Warum hat er mich die wahre Gerechtigkeit gelehrt? Nur um der Gerechtigkeit dann ins Gesicht zu spucken? Das stimmt nicht. Tyr hat Gerechtigkeit walten lassen. Fentix hat sein Leben zwar ihm gegeben, aber dafür hat er auch einen Fehler begangen, den kein Gott so verzeihen dürfte, nach seiner Logik. Schließlich ist Gott nicht der Gnädige, sondern der Gerechte. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es leid bin, traurig zu sein. Ich bin es leid, mich hilflos zu fühlen. Ich fühle mich schuldig dafür, mich selbst in Frage zu stellen. Aber ich fühle, dass ich in Frage gestellt werden muss. Ja, stellt ihre Existenz in Frage, berechtigt. Rache ist nicht Tyrs Weg, aber ich... Ich fürchte, ich werde hier keine Gerechtigkeit finden. Es kann keine Gerechtigkeit für Fentix geben. Nur Rache. Und ich kann es nicht tun. Soll ich es tun, oder was? Vielleicht sind es ja nur die Träume. Sie kommen wieder und wieder und werden jede Nacht schlimmer. Ich kann die Stimmen hören. Es sind so viele Stimmen.